Willkommen zurück zu Let's Play Quest from Sanity. Wir sind mitten auf der Irrsinnsinsel. Wir haben in der letzten Folge sogar hier den Steinschlagstress, Boxlight Drumble, First Try komplett geschafft. Und jetzt fehlen hier auch noch drei Kristalle, Edelsteine. Oh nein, das Kord ist mehr da, wegen Cutscene-Übersprung und so. Ja, komm, ich mach mal Probe Enable. Ah. So, was fehlt denn jetzt noch? Warte, da oben? Da komme ich gleich hin, ja. Da, da, da. Ja, und hier muss ich damit Schleudern machen. Hier war auf jeden Fall ein Leben versteckt. Nee. Okay, schade. Hier war's. Das kann man auch mit Devil Juice machen. Ja, okay, das ist die letzte Folge. Mal gucken, aber... Ja. Wenn nicht, wird auch hoch hier. So, da oben müssen wir hin. Und dafür müssen wir jetzt diese ganzen Schalter aktivieren. Kennen wir ja quasi auch schon. Aus der... Ja, aus dem allerersten Gebiet. Nur halt jetzt ein bisschen futuristischer. Aber es klappt gar nicht wie im Original. Also was halt wie im Original, wie halt in den originalen Quellspielen, dass man... Mir fehlt noch einer, ne? Ja, okay. Ah. Da, 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 da. Ja, es fehlt noch einer, genau. Jetzt wird da deutlich die Cutscene kommen, die wir schon letztes Mal gelernt haben, das heißt, die kann ich dann überspringen. Überspringen, Cutscene nicht überspringen, man kennt es. There they are. Let her go. Hit me instead. Genau, und dieser. Ja, ich glaube, ich sage was gleich, von wo man da kommt. Quasi aus dem nächsten Untergebiet. Also quasi über den nächsten Overworld-Gebiet, wenn man so nennen kann. Wobei es jetzt alles Overworld quasi vorbei ist, aber egal. Oder. Ja. Ich glaube, wir müssen die Bandicoot-Jagd. Eine Anlehnung an die letzte Cortex-Verteidigung, die wir schon mal hatten: Bandicoot Pursuit. True Pursuit. Haben wir das jetzt halt nochmal? Weil, warum nicht? Und da ist er die scheint nur die PAL-Version verpackt, weil hier verfolgt ihn ja der böse Crash auch richtig. Und normalerweise, man kennt es aus der PAL-Version von der PS2-Version, dass der halt irgendwann aufhört. Aber das tut hier anscheinend nicht. Cool. So, hier können wir jetzt auch irgendwie abkürzen. Was dann mache ich mal? So, erst das zerstören, dann kann man sich den Edelstein holen. Nicht vorher, weil dann muss man den Gebieter nochmal machen, weil er halt gestorben ist. Ah, schön, dass der böse Quest ihn hier komplett verfolgt. Ist mir jetzt auch nicht so gewohnt vor dem Spiel. Und anders als in der Bienenverfolgung
dürfte man hier auch nicht an den Checkpoints vorbeikommen, sodass man halt die Folge und Verfolgung auch immer legal machen muss. Zumal man hier halt auch gut auch wirklich selbst abkürzen könnte, weil man Cortex muss hier für einen nichts freimachen. Du hast einen Edelstein, den wir jetzt aber glaube ich, oder sollen wir es probieren? Na komm. Ich mach das mal so ein bisschen lebenkonform. So, hier darf man nicht alle aktivieren, ganz wichtig, den letzten noch frei halten. Ja, guck mal, vor allem, als ich auf Cortex warten muss. So willst du mit Cortex den Weg nicht frei machen. Habe ich auch nicht genug Zeit, mir in den Edelstein zu holen, was schade ist, aber gut. Dann mache ich jetzt mal das Gebiet zu Ende und laufe einfach das kleine Stückchen zurück. Ich glaube, so ist der Feind auch gedacht, denke ich mal. Oh, das war knapp. Ja, die mache ich dort ein bisschen leichter. Weil es halt auch funktioniert. So, der Bursche Quest hat auch keinen Bock mehr. Checkpoint. Nehmen wir doch hier mal direkt den Edelstein mit. Ja, guck mal, jetzt teleportiert er sich weg. Hat er vorher nicht gemacht, der Sack. Der Schlawiner. Naja, gut. Nehmen wir mal hier den Edelstein mit, dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Kommt jetzt nochmal die Musik? Also habe ich doch hier diesen. Ne, doch nicht. Sollte zum Checkpoint zurückgehen, lieber nicht, ne? Oh, dann müsste ich irgendwie auch starten, aber hier wäre schon alles aufgeräumt, soweit. So, ich könnte mich jetzt umbringen, Deathwarp und so, aber nö. Leben sind mir kostbar und ich hätte gerne 99 Leben. Das wird glaube ich nicht mal passieren. Wenn ich aktiv noch ein bisschen Zeit damit verbringe, Geld zu Leben zu farmen. Aber ja. Dann halt nicht, wie gesagt, ist auch komplett irrelevant. Wäre nur witzig gewesen. Okay, wir brauchen jetzt noch 3 Edelsteine, die sind alle in dem Gebiet. Könnte noch mal, könnte halt noch mal den Trick machen. Ich glaube hier hinter ist nur eine Ausrufezeichenkiste, die wir da drüben brauchen. Genau, die brauchen wir jetzt da hinten. Ja, ich könnte irgendwie mal. Na komm, ich mach das jetzt mal legal. Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe! Was ist der Doktor jetzt? So, weiter Edelstein. Was hat die Ausrufezeichen hinten da? Ne, der Ausrufezeichen müsste schon. Oder? Ah, nee, vergessen. Nee. Nee, alles gut. Der Ausrufezeichen-Schalter, den wir da gerade gesehen haben, der hat da oben die Plattform, die wir benutzt haben, aktiviert. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier durch diese Höhle gehen, was ich glaube ich einfach mal tun werde, was hier wahrscheinlich auch wieder Leben gibt, so ein bisschen auch angelehnt an die Höhle, die wir schon mal hatten.
Was sind denn nochmal für eine Leben? Kommen wir dann einfach zurück hier zum Bandicoot-Haus. Ja, schön, ne? Aber leider nur One Way. Man meint man bei dem anderen Bandicoot-Haus, also beim richtigen Bandicoot-Haus ist dann wenigstens auch der Weg zu dieser Abkürzung auch in beide Richtungen verfügbar. Was hätte ich leider nur eine Richtung? Das ist nur schade, aber naja. Auf jeden Fall hier oben. Der Schalter, den wir brauchen. Ja, diese Turbo-Schuhe sind, Turbo-Trickler sind super, ne? Hat der Checkpoint da gerade aktiviert? Ja, okay. Okay. So, in den letzten Gegenstandsgebiet war genauso, wie wir diese Welt nicht mehr verlassen können, sobald wir sie betreten haben. Können wir auch da die Festung nicht mehr verlassen, sobald wir sie betreten haben. Da sollten wir davor womöglich alles haben. Da passiert mir sowas. Und durch dieses Portal würden wir halt zurückkommen zum Versteck. Erst mit dem Kordrechtel, das werde ich übrigens nicht sagen, da habe ich es schon oft genug gesagt. Ich habe es ja auch erklärt, wie es funktioniert. Man kann mit dem Kordrechtel überall hingehen. Ist ganz witzig. Also quasi, wenn man dann im Eisberglabor nach der Stelle, wo man gegen die ganzen Ameisen mit Kordrechtel gekämpft hat, dann runterkommt, dann wieder hochkommt, habe ich euch ja erwähnt, wo man es machen kann, dann kriegt man da. Aber es gibt, glaube ich, auch mal ein Video auf YouTube, mein YouTube-Video davon noch. Das reicht. So, jetzt haben wir hier alles, da alles, da alles und hier alles, bis auf jetzt. Ich wäre durch das Portal gegangen, wenn es halt notwendig gewesen wäre, aber ist es halt jetzt nicht. Victor and Moritz is stronghold of evil. This is where we wrong the rights and sweep the past under the rug. Mal gucken, ob Wendern dann auch die Videodatei verkleinert oder nicht, weil wenn nicht, dann tue ich das nicht. Du bist denk mal schon. So. Die Höhle des Löwen. So, in 12 Minuten schaffen wir das doch bestimmt. Use Energon Spheres to activate the Clean Reap. Round Sphere. Ist aber keine Round Sphere. So ein bisschen Knoten. Weil topologisch betrachtet irgendwie alles eine Sphäre. Auch keine Ahnung. Ich. So. Ja, die Edelsteine dort eigentlich hinbekommen. Da oben ist schon mal der erste. Noch 22 Leben. Ja, bis 22 Leben hier in diesem Gebiet bekomme, ohne zu sterben, also oder halt mehr Leben. Bezweifle ich tatsächlich. Da. Wo bist du uns? Der Heini ist tot, glaube ich. Nein. Schön für ihn. So, weil Niklas sich darüber freut, wenn ich Objekte nicht benutze, dich nehme ich mit. Zerstöre dich und dich. Und ich mobbe und aktiviere es nicht. Boah, kann ich hier schon rüber? Ja doch, ich kann hier rüber, glaube ich so, ne? Genau, hier so. Oh, ich glaube hier ist nochmal irgendwo. Ein Leben, ja, es kommt gleich. Dö. Superman!
9 Decks Wumperfrüchte, sehr nice. So, einen haben wir. Denken wir uns, okay, da oben ist der nächste, ne? Ja, da oben ist dann der nächste. Da. Ach, schön. Ist auch das beste Level des Spiels auf jeden Fall. Weil es hat auch einfach sehr gut aufgebaut. Das ist richtig cool. Das kann natürlich auch wieder sehr knifflig werden, wenn man neu ist, aber hey. So sind viele generell. Es war ja auch so. Ich hatte ja auch am Anfang der Struggle mit Zelda und jetzt mittlerweile, ja, schaffe ich es meist eigentlich ganz gut. Und bei den Sachen, wo ich halt Probleme habe, ja, dann habe ich dort Probleme und komme dann später wieder oder bekomme es halt hin. So, weg mit dir. Blau, gelb, rot, blau, gelb, rot, grün, blau und gelb. Nehmen wir drei, sehr gut. Gegner besiegt, Schalter offen. Und das nächste Leben, meine Güte. Was mache ich denn hier? Ich habe immer noch drei, ne? Kommen noch der eine und der eine. Ja, okay. Und das Leben, das will ich dann doch haben. Danke. Cooles Minispiel oder so. Okay, kommt der Edelstein, genau, und die anderen beiden. Ja, okay, super. Cooles Subareal. So viele Leben. Hopp und hopp und hopp. Und mit und jetzt die Tür offen. Mit direkt dem nächsten Checkpoint. Und da wartet auch schon der nächste Edelstein auf uns. Wir haben drei, immer noch drei. Ja, sorry, dass ich die ganze Zeit nachgucke. Aber das ist halt so gut. Okay, der sollte explodieren. Der erste, der klemmt man schon mal so ein bisschen. So, das ist auch mal ein bisschen knifflig, das Ganze. Ich hab die Plattform getroffen, aber funktioniert halt nicht. Ich muss doch schon unten treffen. Ist es mit Drehen gut gemacht? Die Frage. Batterie, so, und dann so reindrehen und das drüber drehen. Ich
Oder Leute, dass da reinrutschen so. Mit Rutschen komme ich glaube ich nicht weit genug. Ich habe gesagt, der hilft dann bei den Tickets an der schwierigsten, das würde ich so ein bisschen revidieren. Danke. Der hat auch ein bisschen knifflig. Ja, es gibt einige knifflige. Aber der eine Tiki, Bomben, Edelstein, direkt am Quest House, der ist trotzdem ein harter. Aber hey, wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt. Noch 13 Leben. Oder beziehungsweise 12,5 Leben. Die kann man halt auch gut speedrunnen. Ja, klar. Also halt Sachen von hier mehr abkürzen, mehr springen und so weiter, das kannte Moves machen, um schneller zu sein. Was ich schon ein bisschen cool finde. So, am besten nehme ich das immer hier den hier und schmeiß ihn direkt runter. Ja. Jetzt müssen wir halt wieder. Wir müssen nicht alle Gegner besiegen. Es gibt endlich viele Gegner, die nur kommen, aber wir müssen nur. Einige besiegen, damit die Plattform da hinten freigegeben wird, der Schalter da hinten freigegeben wird. So, wir müssen runterdrehen. Da hat er schon so ein bisschen Lebensenergie. Die Lebenszeit. Okay, das ist 2. Nehmen wir die Kiste mit, weil wir es können. Und wir brauchen noch 2 Edelsteine. Ich gucke jetzt nicht nach, ich weiß, dass wir nur 2 fehlen. Ich gucke nach, wenn ich den letzten Mal eingesammelt habe, damit ich das Login so möglich alle habe. Oh, hey! Hier war jetzt, genau, hier war jetzt der Edelstein, den Typ ich auch übersehen hatte. Der gute Dennis. Mit Doppel N und E. Ja, genau, hier kann man halt ein bisschen, weiß nicht, abkürzen, war das hier. Ja, sowas hier zum Beispiel. Man hat so ein bisschen noch was von dem Unterwasserlevel in Quell 3. Was macht ihr da, Leute? Okay, das ist der nächste Checkpoint. Grün und Speedrun-Taktik. Hui, ja. Ich denke mal, die vorletzte Folge, so zeitlich. Gerade beobachtet. Aber das ist okay, dann haben wir quasi 8 Folgen. Also quasi einfach der Durchschnitt 2 Folgen pro Welt. Ich will das Leben da unten nicht holen. Da habe ich zu viel Angst vor. So, hoch hier.
Okay, jetzt kann ich gucken. Nochmal. Ahnt Agony übrigens. Alles, alles, alles und alles. Sehr schön. Ich hab's erst in einem Stream geschafft. Also war halt auch nicht schwierig, aber ich bin trotzdem stolz auf mich. Blau. Blau. Gelb. Rot. Grün. Blau. Und gelb. So, den Sprung will ich jetzt schaffen. So, das ist der letzte Energiekristall. Der gibt keine Prozente, man kennt es. Aber ja, ist auch ganz gut, wenn ich da vor dem Endboss quasi nochmal einen Cut setze. Dann würde ich sagen, ja, nur Endboss, aber ja, es zeigt auch noch ein paar andere Sachen. So, hier bin ich irgendwie auch früher. Ich bin halt generell überall eigentlich gestorben, als Kind noch. Ah ja. Oder wobei, ja, mal gucken. Unter 30 Minuten will ich eigentlich nicht Schluss machen, aber wird schon passen, wird schon passen. Na wenn doch, ist doch. Meine Güte, ey. Weil ich will jetzt keine super lange Folge haben. Nur so ein Schluss, wo ich dann noch alle extra zeige. Ja, dann mache ich dann lieber einen sauberen Cut. Oder ich mache einfach sowas noch. Ich kann auch ganz mal den Endboss machen und dann die ganzen extra zeigen und noch ein bisschen Spaß haben. Weil ich fülle ich damit eine ganze Folge. Ist ja auch noch so eine Sache. Ich fülle hiermit jetzt auf jeden Fall nur eine ganze Folge. Was mach ich denn? Mach ich wirklich nichts extra. Also wirklich nicht. Ich einfach nur, weil ich dumm bin. Und das ist schon dumm von mir, dass überhaupt nicht gelogen wäre. Sehr gut. I almost forgot. The treasure. Our treasure. Yes, we are rich. That treasure is stolen property. It's a little late to develop a conscience, Doctor. Personally, I don't care. But I think he might want his gems back. Tja, Spyro, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal. So. Da war noch mehr Heroes Tale Werbung, und in Heroes Tale gibt es keinen Crash. Naja, vielleicht auch ein paar NTSC-Versionen von den Heroes Tale, dann gibt es auch einen Fehler. Wahrscheinlich. Ja gut, liebe Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.